Hallo, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company aus Quickborn. Und heute will ich mal meine Erdbeerserie so ein bisschen vertiefen. Ich habe ja schon eine ganze Menge Erdbeersachen gemacht. Hier angefangen mit dieser kleinen Zierschachtel hier. Die größeren Erdbeeren hängen bei mir am Fenster. Ich habe so kleine Karten damit gemacht, total knuffig hier mit dem kleinen Blatt und so. Also habe so einiges ausprobiert. Und vielleicht gehörst du auch zu denen, die viele Erdbeeren haben, die vielleicht Marmelade draus machen oder. Und da gibt es ja diese kleinen Gläser. Ja, ich freue mich immer, wenn ich mal so ein bisschen Marmelade bekomme. Also ich esse jetzt nicht so furchtbar viel Marmelade, aber so selbstgemacht schmeckt die doch total toll. Ich habe hier mal so. Ja, andere Erdbeeren reingetan. So, und die kann man noch ganz süß verzieren. Und zwar, das habe ich auch schon hier bei dieser Box gezeigt. Super eignet sich hier diese vierblättrige Blüte. Allerdings ist sie nur noch ganz kurz zu haben. Also, die ist obertoll dafür geeignet, finde ich. Ich habe sie hier schon mal ausgestanzt, dann einfach so ein bisschen. Hier nach oben mit dem Falzbein. Ich finde es immer schöner, als wenn das so platt irgendwo rumliegt. So, dann habe ich hier so einen kleinen Stängel. Hier habe ich mir einfach so einen kleinen Schlitz reingegeben. Und jetzt stecke ich das hier einfach mal so durch. Knick das Ganze, klebt es ein bisschen fest. So, und dann klebe ich das hier auch so ein bisschen auf dem Glas fest zum Beispiel. Und schon habe ich es ganz süß, also wie so eine kleine Erdbeere, also diese Verpackung. Wenn du jetzt zum Beispiel, manchmal sind das auch diese Gläser oder da habe ich, glaube ich, auch selbst mal Marmelade gekauft. Da kann man zum Beispiel ganz simpel einfach hier mit einer Kreisstanze oder mit den Stanzteilen so ein Teil draufkleben. Schon hast du ja so Erdbeer-like und. Also das ist auch total schön. Hier, das könntest du entweder so lassen, du kannst Washi-Tape rumkleben oder auch einfach einen Papierstreifen. Also so kann man wieder ganz, ganz toll spielen. Und dann, ja, hier habe ich zum Beispiel so einen kleinen Gruß noch. Den kann ich entweder davor kleben, das ist jetzt zum Genießen, passt natürlich super. Und da habe ich hier die so hübsch bestickt, die Stanzform genommen. Das ist hier die kleinste dazu. Passt ganz toll und die Schrift habe ich in weiß geprägt. Geht also auch ganz super. Und wenn du so ein paar Erdbeeren extra machen möchtest, eignet sich zum Beispiel hier die Stanzform herzlich bestickt. Die kennst du bestimmt. Da kann man ja verschiedene Größen auch draus machen. Und für so Mini-Erdbeeren, die habe ich hier mal, die sind natürlich ein bisschen fummelig, aber obersüß. Da eignet sich zum Beispiel diese hier. Da hast du ganz viele verschiedene Größen. Und ja, musst halt nur sehen, dass du die richtigen passenden zusammen hast. Und dann kannst du das auch damit noch so ein bisschen dekorieren. Ich finde das obersüß und ich liebe ja so kleine fummelige Sachen. Das kann ich jetzt zum Beispiel auch hier noch so an die Seite hängen oder ja, was ich da auch immer mitmachen will. Oder ich kann auch zum Beispiel so eine. Nur so eine halbe da so mit draufkleben, so wie ich das, na komm her hier, so wie ich das hier zum Beispiel gemacht habe, schreib dann da noch drauf für dich und ja, schon habe ich wieder ganz, ganz tolle Teile dazu. Ja, einfach mal ausprobieren, jetzt in der Erdbeerzeit, ich finde, das lohnt sich immer und mit den Herzen kannst du so tolle Sachen machen. Und wie gesagt, so ein kleines Glas, ich glaube, da freut sich jeder drüber, wenn du so ein kleines Glas mit Erdbeermarmelade oder was du da auch immer gerade machst, verschenkst. Ja, das war hier so eine kleine Geschenkidee für die Erdbeerzeit und ich sage Tschüss.